Liebe Freunde der Freiheit, einem Aufruf der polnischen Bauern zufolge soll die A4 hier am Grenzübergang Polen-Deutschland bei Hennersdorf morgen ab 10 Uhr blockiert werden. Jedoch gibt es heute schon einen Kilometer langen Rückstau, jedoch aus anderem Grund, nämlich weil die deutsche Polizei am Anfang dieses Staus, was wir von hier aus nicht sehen können, eine umfassende Verkehrskontrolle durchführt und dazu den kompletten Verkehr hier von der Autobahn ableitet. Wir befinden uns hier also gerade auf polnischer Seite und schauen in Richtung Deutschland. Wie ihr sehen könnt, ist das Anfang des Staus nicht zu sehen. Und hinter mir in Richtung Polen zieht sich der Stau noch ein ganzes Stückchen weiter. Schätzungsweise ist dieser 2 bis 3 Kilometer jetzt schon lang. Es dürfte also morgen, wenn dann der Bauernprotest tatsächlich hier beginnen sollte, noch spannend werden.